Ich war mal wieder auf TikTok unterwegs. Wie ist es mit Zauberpilzen während der Schwangerschaft? Und kann man mikrodosieren, wenn man ein Kind erwartet? Klingt zauberhaft. Ich habe damit meine eigenen Erfahrungen gemacht. Mein Kind ist jetzt 1 Monat alt, es geht ihm prächtig. Würde ich gerne über das Thema reden, weil es im europäischen Raum ja irgendwie sonst keiner macht. In den USA ist es gar nicht so unüblich, dass Frauen während der Schwangerschaft Pilze mikrodosieren. Und zwar aus einem einfachen Grund. Maybe aus Gründen, aber okay. Schön, dass es dem Baby gut geht. Ich bin ein bisschen auf Microdosing-Talk abgetaucht. Es gibt sogar einen eigenen Hashtag nur für Microdosing-Moms. Und eben auch Mütter, die zum Teil erzählen, dass sie es okay finden, ihren 3- bis 4-jährigen Kindern Zauberpilze zu geben. I'm grateful in that I have a connection to a community elder that has had a long life relationship with these mushrooms. She comes from a tribe in Mexico where psilocybin mushrooms are offered to their children as young as 3 years old. So that's my son in 6 months, right? So this is a very different worldview, and this is a way of thinking that's not very common here in the United States, that children are old enough and robust enough to imbibe in these other medicines. I mean, vielleicht ist das wirklich eine andere Sicht auf die Welt, so wie sie es sagt. Es gibt aber vielleicht auch Gründe, es einfach nicht zu tun. Könnte ein Grund sein, dass das Gehirn von Kindern sich noch entwickelt und sich alle Nervenbahnen verbinden und das sehr wichtig ist fürs gesamte restliche Leben. Aber ich würde sagen, wir tauchen erstmal ein bisschen tiefer in die Thematik ein. Bevor es losgeht, wenn euch meine Videos gefallen, abonniert super gerne meinen Kanal und schaut auch mal in meiner Insta-Story vorbei. Da nehme ich euch immer so ein bisschen mehr mit und da bekommt ihr immer alle aktuellen News. Microdosing beschreibt den Einsatz von pharmakologischen Wirkstoffen in extrem kleinen Dosierungen. Entsprechend der Dosis-Wirkungsbeziehung treten dabei Wirkungen und Nebenwirkungen weniger intensiv auf. Anwendung findet Microdosing bei der Entwicklung von Arzneistoffen sowie bei der Einnahme von Psychedelika. Also beim Microdosing werden Arzneimittel oder eigentlich eher Psychedelika, so wie in dem Video Magic Mushrooms zum Beispiel oder LSD, in sehr kleinen Mengen eingenommen. Für alle, die es nicht wissen oder die es nicht wussten, Psychedelika sind Drogen, die den Bewusstseinszustand verändern. Also eben solche Substanzen wie LSD, wo man dann halt so Visuals bekommt oder auch, jetzt kommt ein schwieriges Wort, psilocybaninhaltige Pilze. Psilocybanin. Zauberpilze sind Pilze, die den Wirkstoff Psilocybin enthalten. Psilocybanin. Wenn man jetzt bei einer normalen Dosierung zum Beispiel 100 Milligramm von dieser Substanz nehmen würde, ich will das nicht zu oft sagen, ich weiß nicht, ob YouTube mein Video sonst sperrt, also von einer Substanz 100 Milligramm nehmen würde, dann macht man beim Microdosing eher so eine Dosierung von 5 bis 10 Milligramm. Aber warum sollte man das tun? It creates new connections in your brain. And with these new connections, if you do this over a period of time, you start to create new behavior, new beliefs, and it also gives more peace to the default mode network in your brain. And if you have more peace over there, there's more creativity, focus, and concentration. After microdosing on and off for like 3 years, I can honestly tell you it has helped me so much with my creativity, with my focus. Like I even got off of Adderall, and it's helped me be so much more in tune with who I truly am and my truth and be more empathetic with other people. Dem Microdosing wird also nachgesagt, dass es das allgemeine Wohlbefinden steigert, die Kreativität, die Intelligenz, eigentlich, dass es das komplette Leben einfach viel besser macht. Ich finde, man merkt, dass die Leute krass davon überzeugt sind und dass sie auch der Meinung sind, dass Microdosing auf jeden Fall ihr Leben nachhaltig positiv verändert hat, was ja cool für sie ist auf jeden Fall. Und das Krasseste daran ist ja, dass es anscheinend komplett ohne Nebenwirkungen zu diesem krassen Ziel führt, sich selbst zu optimieren. Ehrlich gesagt finde ich, das klingt ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Die Studienlage zu dem ganzen Thema sieht eher schlecht aus, was ja aber auch nicht verwunderlich ist. Immerhin handelt es sich um verbotene Substanzen. Und Microdosing ist jetzt auch noch nicht so lange ein Ding, glaube ich. Also es gibt auch nicht so viele Erfahrungswerte. Es ist kein krasser Hype, dass es irgendwie so ist, dass jeder Dritte das macht und man deshalb weiß, wie es ist, sondern es ist halt noch so ein, es ist eher so ein
kleineres Ding. Und dadurch, dass es sich ja einfach auch um illegale Substanzen handelt, ist es ja auch klar, dass die meisten jetzt nicht so offen darüber sprechen, außer auf Microdosing-Talk. Aber da gibt es auch ein Mädchen, was sich Crystal Girl nennt und davon spricht, wie Crystal ihr Leben erhellt hat und sie jetzt die Erleuchtung hat. Also von daher, wenn man sich solche Studien jetzt anschaut, wären ja interessant, ob es irgendwelche Langzeitfolgeschäden gibt. Weil solche Folgen wie Bad Trips, die man jetzt direkt nach der Einnahme hat, die hat man ja dann eher eben genau dann, wenn man zu viel dosiert. Aber bei Microdosing halte ich das für super unwahrscheinlich. Natürlich kann man es nicht ausschließen. Das heißt, es geht eher so um organische Schäden oder Abhängigkeiten. ExpertInnen gehen bis jetzt davon aus, dass Microdosing und LSD generell nicht abhängig machen. Aber das Problem ist halt eben, wie gesagt, dass es dazu keine gesicherte Studienlage gibt und dass sie es nicht zu 100% sagen können. Im Endeffekt ist es ein bisschen so, als würde man ein noch nicht zugelassenes Medikament nehmen, zu dem es noch keine Studien gibt, und dann einfach mal gucken, was passiert. MedizinerInnen gehen davon aus, dass möglicherweise Veränderungen an den Herzklappen auftreten könnten, weil das eben an denselben Rezeptoren wirkt wie ähnliche Medikamente, die das zur Nebenwirkung haben. Aber das ist jetzt auch irgendwie eher weit hergeholt und auch einfach nur eine Vermutung. Aber wenn man zu den Nebenwirkungen jetzt nichts findet, wie ist es denn zu den Wirkungen? Also zumindest dazu scheint es ja schon viele gesicherte Aussagen zu geben, nämlich dass es einen krassen positiven Einfluss auf das komplette Leben hat. So sehr, dass man sogar das während der Schwangerschaft unbedingt weiternehmen sollte. Aber logischerweise gibt es dazu auch kaum Studien. Bei der einzigen Studie, die sich mit diesem positiven Effekt befasst hat, wurde zwar herausgefunden, dass die ProbandInnen, die LSD mikrodosiert haben, kurzzeitig eine positive Verbesserung gespürt haben, aber nach mehrfacher Einnahme war dieser Effekt dann auch nicht mehr zu sehen. Also es war kein Effekt zu sehen, der über den Placebo-Effekt hinausging. Aber das heißt ja im Endeffekt auch, wenn es ein Stoff ist, bei dem man keine Wirkung hat, aber auch keine Nebenwirkung, ist also mehr oder weniger ist wie Placebo, dann kann man es ja auch einfach machen, weil dann ist es ja ungefährlich. Some of you may know I am not microdosing for the moment because I'm expecting a baby. And there's no research done on microdosing and pregnancy. And I don't think there will be research because, like, what's the thing? Are you gonna take a bunch of women pregnant and take the risk that something can happen to the baby? I don't think it will work. Wenn man schwanger ist, darf man nicht alle Medikamente nehmen, die so generell erhältlich sind und die man vielleicht als nicht schwangere Person super vertragen würde, weil die Medikamente oder die Arzneimittel einfach dem ungeborenen Leben, also dem Baby, schaden könnten. Das bedeutet, entweder es besteht ein Risiko für Entwicklungsschäden oder tatsächlich auch für eine Fehlgeburt oder eine Frühgeburt oder ja, einfach den Tod des Babys. Weil das so ist, gibt es auch extra eine Website von der Charité für Schwangere, auf der so gut wie alle Arzneimittel aufgeführt sind. Und dort steht dann auch, ob die verträglich sind oder nicht, wie häufig da schon was zu getestet wurde und genau, ob man die einnehmen kann oder nicht. Das heißt, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr ein bestimmtes Medikament nehmen könnt oder nicht, dann solltet ihr in erster Linie euren Arzt oder eure Ärztin fragen. Aber wenn das aus irgendeinem Grund nicht möglich ist, könnt ihr auch einfach auf der Seite EmbryoTalks nachschauen. Tatsächlich hat meine Ärztin auch immer auf diese Seite nachgeschaut. Also es ist wirklich eine gute Seite, glaube ich. Trotzdem immer alles mit eurem Arzt oder Ärztin absprechen. Außerdem ist es so, dass laut der Bundesstiftung für Mutter und Kind Alkohol, Zigaretten, also Nikotin und Drogen, das ungeborene Leben gefährden. Deshalb ist die allgemeine Empfehlung, solche Substanzen während der Schwangerschaft zu vermeiden. Drogen wären jetzt eben auch diese psilocybin-haltigen Pilze. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Zauberpilze. Also wir nennen sie einfach Zauberpilze, so wie die das am Anfang. Safe nennt sie sie auch Zauberpilze, weil sie das nicht aussprechen kann. Egal. Zauberpilze gehören auch unter die Kategorie Drogen, gehören also auch zu den Dingen, die man während der Schwangerschaft nicht nehmen sollte. Diese Empfehlung gibt es
Und die ist auch so wichtig, weil der Blutkreislauf vom Baby über die Nabelschnur mit dem der Mutter verbunden ist. Das heißt, wenn die Mutter irgendwelche Substanzen zu sich nimmt, bekommt das Baby alle Wirkstoffe über die Nabelschnur einfach ungefiltert mit. Das hat denselben Blutkreislauf. Der Blutalkoholspiegel von der Mutter ist genauso hoch wie der vom Baby. Und ihr könnt euch denken, dass das nicht so geil ist. Das kann sowohl Einfluss auf die gesamte Entwicklung des Fötus nehmen, als auch dazu führen, dass der Fötus oder das ungeborene Baby eine Abhängigkeit entwickelt. Diese Babys sterben entweder oder haben Fehlbildungen, kommen zu früh zur Welt, haben geringeres Geburtsgewicht und sind suchtkrank. Das heißt, die kommen auf die Welt und müssen erstmal einen Entzug machen. Selbst wenn sie ansonsten keine körperlichen Schäden haben, also keine sichtbaren Fehlbildungen oder irgendwelche Organschäden oder was auch immer, wie kann eine Mutter es verantworten, dass ein Baby suchtkrank zur Welt kommt und dann erstmal einen Entzug machen muss und für sein Leben lang suchtkrank vorgeprägt ist? Das passiert aber nicht nur bei normalen Drogen, also illegalen Substanzen, sondern eben auch bei anderen zugelassenen Medikamenten, denn auch zugelassene Medikamente können zum Teil abhängig machen, haben zum Teil Wirkungen, die eben zu Fehlbildungen beim Fötus führen können, und deshalb wird Schwangeren generell geraten, dass sie so wenig Medikamente wie möglich nehmen sollen und wenn, dann eben nur solche, die auch ganz sicher keinen negativen Einfluss auf das ungeborene Baby haben. Aber Microdosing ist ja, wie gesagt, so, als würde man ein Arzneimittel nehmen, was noch nicht getestet wurde und von dem man noch nicht weiß, was für Langzeitfolgen es hat. Das heißt, selbst wenn irgendeine Frau in irgendeinem Video erzählt, dass es ihrem Baby gut geht, heißt es nicht, dass es deinem Baby auch gut gehen muss. Es kann sein, dass du Glück hast und deinem Baby passiert nichts. Es kann aber auch sein, dass dein Baby die Nebenwirkung hat, die eins von 10 oder eins von 100 Babys bekommen und irgendeine Fehlbildung hat. Dazu kommt, dass LSD oder Zauberpilze nicht wie andere Medikamente in Apotheken erhältlich sind, sondern es sind eben illegale Substanzen. Das heißt, ihr müsst die auch irgendwo illegal besorgen und ihr könnt euch nie zu 100% sicher sein, was genau in diesen Substanzen am Ende drin ist, die ihr da gekauft habt, weil es gibt kein Rückgaberecht. Es gibt niemanden, der das überprüft. Und ihr könnt auch nicht zur Polizei gehen, wenn euch jemand Scheiß verkauft. Das heißt, ihr wisst nicht mal sicher, ob es zum Beispiel reines LSD ist, was ihr mikrodosiert. Dazu kommt, dass bei Pilzen, das ist ja ein Pilz, also etwas Natürliches, die Dosierung sowieso nicht immer gleich ist, sondern es einfach von dem Pilz abhängig ist, wie er gewachsen ist, wo er gewachsen ist und so weiter. Das kann aber dann auch heißen, dass ihr vielleicht denkt, dass ihr gerade mikrodosiert, aber ihr nehmt viel mehr oder eben, dass ihr, wie gesagt, eine Substanz nehmt, die ihr gar nicht nehmen wollt. Wenn man schwanger ist, wird einem alles weggenommen, was man ansonsten so als Mechanismus oder Ausweichmöglichkeit hat, um mit den eigenen Gefühlen klarzukommen. Das heißt, du kannst nicht nur nicht trinken, nicht rauchen und nicht essen, was du willst und auch nicht exzessiv Sport machen, was für manche Leute einfach das Ausweichmittel ihrer Wahl ist. Also zum einen spricht sie hier von Kompensationsstrategien, die generell, auch wenn man nicht schwanger ist, nicht gerade die besten sind. Es war und ist eigentlich nie eine gute oder die beste Lösung, auf Alkohol oder Drogen auszuweichen, wenn man ein emotionales Problem hat, bei dem man nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Weil im Endeffekt betäubt man damit nur die eigenen Emotionen, man verarbeitet sie nicht. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr nicht ohne Substanzen mit euren Emotionen klarkommt, und diese Substanzen sind nicht vom Arzt verschrieben, also es handelt sich nicht um zum Beispiel, weiß ich nicht, ADHS-Medikamente, sondern ihr nehmt illegale Substanzen, um irgendeinen emotionalen Schmerz zu betäuben, dann solltet ihr euch vielleicht überlegen, eine Therapie zu machen und da nochmal ein bisschen genauer hinzuschauen, was die Ursache ist. Ihr müsst damit nicht alleine sein und es ist auch nichts Schlimmes, wenn man in einer emotionalen Krise ist. Man sollte nur versuchen, daran zu arbeiten und nicht sich betäuben. Und was sie mit dem Sport sagt, ist übrigens falsch. Ihr könnt während eurer Schwangerschaft weiterhin Sport machen, vor allem wenn ihr es gewohnt seid, Sport zu machen. Ich habe vor meinen Schwangerschaften schon CrossFit gemacht und habe das während meinen Schwangerschaften weitergemacht, habe weiter ganz normal Krafttraining gemacht, habe ganz normal Workouts gemacht. Natürlich solltet ihr das mit eurem Arzt, eurer Ärztin absprechen und alles nur so intensiv machen, wie es eurem Gesundheitszustand auch entspricht. Aber es spricht generell auf jeden Fall nichts dagegen. Man kann auch keine Medikamente nehmen, keine Schmerzmittel mehr. Und Schwangerschaft kann eine ziemlich schmerzhafte Sache sein. Und was sagt der Mainstream?
Trink viel Wasser. Ja, vielen Dank. Mein Unterlip steht in Flammen und ich kann nicht laufen und du sagst mir, ich soll Wasser trinken oder mir eine Wärmflasche machen. Das mit den Schmerzmitteln ist schlicht und ergreifend falsch. Wir haben es ja auch vorher in dem Video schon gesehen. Auf EmbryoTox steht zum Beispiel, dass Paracetamol komplett unbedenklich ist. Da könnt ihr aber auch wieder mit eurem Arzt, eurer Ärztin sprechen. Es gibt auf jeden Fall Schmerzmittel, die man auch während der Schwangerschaft nehmen darf. Ihr müsst nicht leiden. Es gibt sogar gegen Schwangerschaftsübelkeit extra ein Medikament, was sogar für Schwangere entwickelt wurde. Das habe ich auch die ersten Wochen genommen und das hilft wirklich richtig gut. Also sprecht einfach mit eurem Arzt, eurer Ärztin, wenn ihr Beschwerden habt. Es wird sich eine Lösung finden. Was das Microdosing an dieser Stelle macht, ist den Entzündungsgrad im Körper zu hemmen und einen Schmerz unempfindlicher zu machen. Was auch sehr hilfreich ist, ist, dass der unbewusste Muskeltonus runtergefahren wird. Das heißt, man krampft nicht mehr so viel. Viele Frauen machen schon die Erfahrung, dass Microdosing während ihrer Periode die Periodenschmerzen wegmacht. Das funktioniert auch während der Schwangerschaft. Und natürlich würde ich dieses Video nicht machen, wenn es dem Kind schaden würde. Es schadet dem Kind nicht und es schadet der Mutter nicht. Es geht hier um ganz, ganz winzig kleine Mengen von Pilzen. Und was diese winzig kleinen Mengen machen, ist, das Nervenwachstum zu fördern, dem Körper Serotonin zuzuführen, eine bessere Laune zu machen und einen mehr mit den eigenen Emotionen in Touch zu bringen. Das mit dem Entzündungshemmeffekt sei mal dahingestellt und auch, dass sich die Nervenbahnen neu verknüpfen, dazu gibt es wie gesagt überhaupt gar keine Studien, aber wenn das so wäre, dann ist es doch eigentlich auch schon wieder voll der Grund, das nicht zu machen. Wenn es stimmt, was sie sagt, und die Pilze Einfluss auf ihr Nervensystem nehmen, dann ist es ja, weil die Blutkreisläufe miteinander gekoppelt sind, das gleiche mit dem Nervensystem vom Baby. Und das Nervensystem vom Baby entwickelt sich ja gerade erst. Möchte ich wirklich, dass eine fremde Substanz auf das Nervensystem von meinem Baby Einfluss nimmt, was sich gerade noch entwickelt? Sie sagt, dass es ihrem Baby gut geht und ich finde, sie kann echt froh sein, dass es so ist. Aber ich finde, dass es echt ein krasses Risiko ist, wenn es stimmt, was sie sagt mit dem Nervensystem. Natürlich kann es immer noch sein, dass es in ein paar Jahren oder Jahrzehnten neue Studien zu dem ganzen Thema gibt und dass sich Microdosing als die perfekte Lösung für alle eure Probleme herausstellt und es wirklich überhaupt gar keine Nebenwirkungen gibt. Aber ehrlich, in den meisten Fällen ist es einfach nicht so. Solche Wundermittel existieren meistens einfach nicht, weil es gibt eben einfach in der Regel keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Ich persönlich finde es dann schon ein bisschen unverantwortlich, da irgendwie ein Risiko für mein ungeborenes Baby einzugehen. Zumal es ja auch einfach Lösungen oder Strategien gibt, die eben mit der Schwangerschaft verträglich sind. Ich möchte den Menschen, die vom Microdosing profitieren, überhaupt nicht ihre Erfahrungen absprechen. Und ich finde auch ehrlich, wenn man nicht schwanger ist, nicht für ein Kind sorgt, dann ist es auch einfach die Entscheidung von der Person selbst. Nur ich finde, sobald man den Körper mit einem Fötus teilt und sich auch dafür entscheidet, diese Schwangerschaft auszutragen und zu beenden, dann trägt man einfach die Verantwortung für das ungeborene Leben. Und das bedeutet für mich persönlich, dass man auf solche Substanzen einfach komplett verzichtet. Ich könnte nicht damit umgehen, wenn mein Kind wegen mir irgendwelche Krankheiten hat und ich es gewusst habe und wissentlich anders gemacht habe. Und ich wissentlich Substanzen genommen hätte, die meinem Kind geschadet hätten. So, das war's erstmal von meiner Seite. Kommentiert mal gerne, was ihr von dem ganzen Thema haltet. Vielleicht habt ihr ja sogar auch schon Erfahrungen mit Microdosing gemacht, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann abonniert super gerne meinen Kanal, lasst ein Like da. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.